Hallo Leute, ja, wir sind am Ausrüstungsdock. Ich bin weitergeflogen und dann können wir jetzt gleich nach dem Logo schauen, was es da so gibt und ob es nach dem Speichern natürlich vielleicht was anderes gibt. Das müssen wir wissen. Wir werden es gleich sehen. Ihr guckt's Logo. So, dann schauen wir mal ins Menü und dann sehen wir Ausrüstungsdock, Ausrüstung handeln und Dreifach Point Defense MG Geschützturm. Es hat sich tatsächlich was verändert. Trinium ist jetzt auch nicht so der Bringer, aber hier sind nicht mehr ganz so viele. Aber hier diesen super Dreifach Pulsgeschütz. Das kaufen wir mal. Das ist auch exotisch, aber das kann ich nicht kaufen, weil wir keine guten Beziehungen haben. Das ist unser nächstes Problem mit den Beziehungen. Na, das ist jetzt nicht so der Bringer, glaube ich, oder? Noch nicht. Ja, hier gibt es noch Duo Minigun. Oh, das hört sich gut an. Oh, zwei. Kein Geld. Shit. Das ist schlecht. Gegenstände verkaufen. Haben wir aber nichts zum Verkaufen. Oder doch, hier unten geht es ja noch weiter. Bolter, Geschützturm, Eisen. Komm, dann werden wir erstmal von ganz unten anfangen. Verkaufen. Titan Airbag, ah, ist ein R, aber es ist, ah, nee, verkaufen. Transportlizenz für Gefahrgüter, okay. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Kann weg. Der ist eher Eisen, den können wir auch wegtun. Titan ist auch nicht der Bringer, auch weg. Wahrscheinlich habe ich die alle schon gekauft. Weg. Weg. Ach, das sind mehrere. Okay. Standard Doppellaser. Weg. Klassik Doppelbolter. So, da haben wir einiges jetzt schon verkauft. Ja, die Karte, die können nur aufdecken. Kann vom Spieler eingesetzt werden. Hinterlasse eine Nachricht für andere. Nur nach der Besitzerin, das kann die Nachricht lesen. Brauchen wir nicht weg. Und hier kann vom Spieler eingesetzt werden. Markiere eine Position im Sektor. Okay, dann kommen wir hier nochmal runter. Kann vom Spieler eingesetzt werden. Erlaubt dir, einen Sektor umzubenennen, falls du einen oder anderen zu kontrollieren. Brauche ich nicht. Kann vom Spieler eingesetzt werden. Markiert eine Position im Sektor. Nee, das brauche ich auch nicht. Sektorbezeichnungsapplikator, das ist das, was wir gerade schon hatten, können wir auch verkaufen. Scanner Booster. Scanner Reichweite plus 77%. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Zivile Geschützkontrollsysteme. Okay, das werden wir jetzt mal. Ich glaube, ab hier brauchen wir nichts verkaufen. Das sind hier gutere. Obwohl Qualitätsaufbau und Bergbaulaser. Ich glaube, den können wir noch wegschmeißen. Okay, wir sind ja mit mehreren durch. Ach so, ja, wir hatten mehrere Seiten vorgeklickt. Dann können wir vielleicht das eine oder andere doch noch wegtun. Powerentzünder. Wow. Feuerstoß 1175,7. Tech 42. Wann ist der denn zu uns gekommen? Doppelgeschützkontrollsystem. Ich glaube, den können wir wegtun. Maschinengeschützturm. Kann auch weg. Oder haben wir mehrere von? Dreifach Maschinengeschützturm. Kann auch weg. Profikanone ist dann schon besser. Ja, das sind schon mal Werte, die annehmbar sind, ne? Hüllenpolarisierung, um die Widerstandskraft deutlich zu erhöhen. Das Nebeneffekt verursacht, dass die Hülle mehr Schaden von Waffen des Typs Energie nimmt. Das ist nichts für mich, das kann auch weg.
Regenerierender Schildbooster. Schildwiderstandskraft 38.000 plus Schildwiederaufladerate plus 10%. Ja, weiß ich noch nicht. Geschützkontrollsystem, Nobel, Reparaturlaser. Ja, ein Reparaturlaser, naja. Gehen wir hier weiter. Ich baue sowas gar nicht ein, was mich selbst heile macht, ne? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Super Verteidigungslaser, der kann weg. Super Verteidigungslaser kann auch weg. Noch nicht. Die sehen dann schon hier ein bisschen besser aus. Super Dreifach Point Defense Geschützturm, obwohl der kann auch noch weg. Und der kann auch noch weg. Warte mal, den hatte ich doch gerade, dann hatten wir da zwei von, der kann auch weg. Aufbereitender Buddler. Ist aber kein R, oder? Lass da. Nobel Doppelverbrenner. Ja, der ist schon ein bisschen besser. Ja, komm, den Rest lassen wir erstmal. Wir können aber hier auch noch weiter gucken, weil hier sind auch Waffensysteme, die wir wahrscheinlich auch noch loswerden können, ne? Massenscanner Reichweite plus 1. Das brauchen wir schon mal nicht. Standard TI Bergbau Subsystem. Okay. Das ist jetzt nicht so das tolle. Reichweite 1,44. Material Asteroiden plus 3. Ich glaube, den machen wir. Oder? Ne, Bergbausysteme. Ja, ne, lass mal da. Hyperon-Countdown, naja, das lohnt nicht. MK2 Energie zur Schildumwandler brauchen wir auch nicht. Autogeschützkontrollsysteme, ja, aber das ist zu einfach. Und das auch. Und das auch. Handelssysteme, okay, weiß ich noch nicht. Generatorverstärkter R-Gamma. Erzeugt Energie 32, erzeugt Energie plus 16, wenn es fest installiert ist. Kann aber auch weg. Schütze und Tollsystem. Das plus 1 und plus 1, das ist auch nichts wert, ne? Tiefenscan-Radarverstärker. Reichweite 5, Massenscanner-Reichweite 3. Okay, den behalten wir mal noch. Erzeugt der Energie 36, 24. Transporter-Software, das brauchen wir vielleicht mal. Wie, das kaufen die nicht? Habe ich das jetzt alles gerade gekauft, ich Held? Oh, oder? Habe ich voll geschlafen. Ja, das war jetzt nicht so dolle, ne? Jetzt habe ich den letzten Müll hier reingekauft. Ich hoffe, das gab auch hier ordentlich Punkte zur... Oh Mann, gibt es da Punkte für? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Das kann alles weg. Wie, so viele... Die hab ich doch nicht, aber die habe ich nicht gerade gekauft, ne? Die habe ich schon vorher gehabt. Scanner Booster. Ja, weg damit. Auch weg. Oh, jetzt habe ich das alles gekauft. Weg. Das ist vielleicht noch okay. Das kann auch weg. Das ist mit 4, ne? 2 und 2. Oh Mann, ey. Habe ich mir jetzt gerade eingeleistet, ne? Weg, weg. Langzeit-Railgun, aber irgendwie tauchen die jetzt hier gerade alle nicht auf, oder?
Ja, lassen wir jetzt so. Okay, wir haben das gemacht, war jetzt nicht so prickelnd. Warte, wir wollten aber noch mal reinschauen, wegen was gibt's Neues. Hier haben wir wieder super hingekriegt. Vierfach Plasma-Geschützturm können wir nicht kaufen, weil wir nicht da mit denen gut Freund sind. Aber den können wir kaufen. Aber da fehlt's Geld jetzt für. 400, naja, Pech gehabt. Gut, okay, das heißt, das bringt uns jetzt gerade nicht weiter. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Ressourcendepot. Nee, da war falsch, hier war richtig. Dass da irgendwo ist. So, da nicht, sondern da lang. Wo ist denn das Ressourcendepot? In diese Richtung, da. Lass uns dahin fliegen, lass uns da andocken, lass uns da gucken, dass wir vielleicht das eine oder andere noch verkaufen können. Vielleicht kommen wir ja dann noch dann dazu. Oh, 135 Kilometer. Das ist natürlich etwas weiter weg. Aber naja, es geht einigermaßen, dass wir da hinkommen, oder? Obwohl, gerade erst die 100. Akku ist aber noch nicht leer. Also so ein bisschen können wir noch was schaffen. Der macht gerade den ersten Strich da weg. Jetzt den zweiten. Ah, jetzt wird er doch leer. Aber ich glaube, das schaffen wir schon. Ohne Probleme, oder? 60. Oh, jetzt wird der Akku aber schnell leer. Okay. Dann klappt das doch nicht, oder? Oh, wird knapp. Aber wir gleiten noch dahin. Jetzt ist er alle. So. Ausgewählt ist es, jetzt brauchen wir noch einen Dock, ne? Ein Docking Point. Ist da unten einer? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wie, gar kein Docking Point? Doch, da kommen sie. Und da unten ist auch einer, den nehmen wir auch. So, jetzt wird die Batterie wieder vollgeladen. Antrieb geht wieder. Passt schon mal. Und andocken. Einmal bitte. Und Ressourcenhandel. Warte mal, hier oben ist noch ein Mannequin. Warte, das machen wir zuerst. Der kann nämlich, da können wir nämlich was verkaufen, oder? Oder nehmen. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier haben wir auch noch mal was zu nehmen. Ist das hier alles? So, da sind die Sachen im Traveler. Spritquelle hat auch noch einiges. Ja. Meine 1 und 3. Ja. Elch, Kraft. Alles jetzt keine Sachen, die ich jetzt machen möchte. So, Ressourcen haben wir eingesammelt. Das heißt, wir wollen jetzt was verkaufen, damit wir Geld kriegen. Ressourcen handeln. So, Eisen, nicht Eisen, Eisen. Wie, das ist das, was wir haben? Okay. Dann können wir noch Naonit verkaufen hier. Ist auch nicht viel. Und so mal eine Million gleich. Mehr ist das nicht. Ja. Läuft gerade nicht so gut. Aber die meinen doch schon, oder? Ich hatte die doch, glaube ich, losgeschickt, ne? Aber wahrscheinlich an irgendeiner Ecke, wo es gar nicht so dolle ist. Aber war es nicht auch im Zentrum einer am Main? Ja, auch hier wird gemeint. Ein Schiff von Asreiter, der Traveler, der ist auf Mining Tour. Ist der noch auf Mining Tour? Kann man das irgendwo sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, doch, man kann da reingehen, dann sieht man das ja. Zu Traveler wechseln machen wir jetzt mal gerade. Dann sehen wir, ob der noch abbauend durch die Gegend fliegt. Macht er auch noch. Gut, dann heißt das da wieder weg. Ja, erstmal nicht.
Gehen wir wieder hier rein. Zur Gurke wechseln. Schauen wir wieder bei der Gurke vorbei. Da, wo wir schon den letzten Mist gebaut haben gerade. Ja, aber das können wir ja vergessen, ne, oder? Das sind keine tollen Rohstoffe, die wir dann noch haben. Und eine Million ist auch nichts. Jetzt habe ich das Spiel beendet. So ein Shit. Okay, dann sage ich mal ganz einfach, Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich will hoffen, dass die Folge noch irgendwo gespeichert ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.